Hey, Leute! Ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran. Wir fahren fort mit Let's Play. So. Jack and Dexter, The Precursor Legacy. In der letzten Episode haben wir das Schneegebirge zu 100% abgeschlossen. Geht's ja noch weiter. Und heute. Oh nein, genau diesen Part meinte ich damals. Yep, das ist lustig. Und heute wollen wir die Nebelinsel. Oh ja, wir haben große Pläne. Große, planige Pläne. Ich habe es mir überlegt. Ich glaube, wir werden wirklich zuerst. Danke, Nase, dass du jetzt wieder verstopft wirst. Wir werden zuerst in dieses Arena-Teil dort gehen und dann den Rest machen. Ich habe nämlich ein Gefühl, dass das irgendwas sehr, sehr Cooles auslösen könnte. Aua. Oder schaffe ich sogar die Muse zu kriegen? Na? Na? Oh, wir haben sie. Okay, wir haben die Muse. Gut. Jetzt können wir unbekümmert weitermachen. Der Schlamm hat uns gerade von dem Fallschaden gerannt. Weitermachen. So, das Ding holen wir uns dann irgendwann mal später, wann auch mal das sein wird. Gut. Also wenn ich mich recht entsinne, wird das in diesem Gebiet hier noch ziemlich lustig. Also das, wo wir jetzt hingehen. Wegen Gründen. Naja, es ist eine verschlossene Tür, die wir aufmachen können. Oder? Können wir da überhaupt schon durch? Jetzt kommt's, wir können da noch nicht mal durch. Ich hoffe, wir können da durch. Sonst wäre das nicht so cool. Oder? Lässt mich doch sicher durch. Natürlich lässt du mich durch, seht ihr? Wir wissen doch noch, was das letzte Mal hier drinnen passiert ist. Oh, das war hier drinnen. Das ist ein Hinterhalt, Jack! Ein Hinterhalt! Irgendwie klingt das lustig. Das ist ein Hinterhalt, Heck! Ein Hinterhalt! Aua. Okay, wir müssen einfach alle Gegner besiegen. Joa, einfacher gesagt als getan. So. Einfach weiterhin nicht umzingeln lassen, lautet die Devise. Oder muss ich irgendwas Besonderes bedenken? Na? Wenigstens liegen genug Eco-Teile rum. Damit wir uns im Zweifelsfall aufladen können. Was vielleicht nötig sein könnte später. Oh, rotes Eco. Nein, das rote Eco. Aber ein rotes Eco. Oh Mann. Das muss gerade sehr, sehr, sehr lustig klingen. Ah. Ja, aber jetzt habe ich rotes Eco. Oh nein, das rote Eco ist weg. Leute, seid nicht süchtig nach rotem Eco. Es wird euch nur Verderben bringen. Ja. Jetzt darf ich mich nicht einmal treffen lassen. Ah, so viel rotes Eco. Aber das sind so Typen. Oh, warum geht das eigentlich so schnell weg? Was soll das eigentlich? Ja, ich weiß, warum das so schnell weg ist. Ja. Also ich finde es cool, wenn ihr aufhören würdet, nur Teile zu drehen. Genau, renn hier hin. Komm. Ich kann da so schön abpassen, dass die so ein Ding reinreiben. Na? Oder auch nicht. Nö. Ich hab Angst, weil ich darf halt nicht mehr getroffen werden. Okay, einer ist erledigt. Na verdammt.
Ich wollte das rote Ego haben. Ich werde was echt Bewegendes auf deinem Begräbnis sagen. Wie? Wer wird mich jetzt zurückverwandeln? Naja, wenigstens hat er seine Prioritäten. Vorsicht. Ah, okay, wenigstens wird die Katze nicht nochmal so aufgebläht, sag ich mal. Oder aufgedreht. Am schlimmsten sind eigentlich Spiele, in denen es irgendwie eine Cutscene gibt. Oh, halt von einem Boss gehen oder sowas. Die Cutscene kann man nicht überspringen. Das war, wenn man sie schon gesehen hat, nö, das Spiel denkt sich auch, nö. Musst du jetzt nochmal gucken. Ist jetzt required. Was ist da? Ja, ich lebe hier gerade gefährlich. Der Akku für Controller 1 ist fast leer. Okay. So viel Bravado. Am Leben bleiben. Zweiter Schritt. Machst du das bloß nicht nochmal mit mir? Erster Schritt. Am Leben bleiben. Wunderbar. So. Ich glaube, ich nenne die Episode. Das ist ein Hinterhalt, Jack. Ein Hinterhalt. Oder so etwas in der Art. Das finde ich nicht irgendwie. Na, das passt. Das ist cool. Genau das. Man muss einfach vorsichtig sein, weil Jack hat halt diese Abklingzeit für seine Angriffe. Nenne ich das mal. Oh nein, rotes Ego. Und wenn man halt in diese Abkling, also wenn man da nicht aufpasst, rennen gegen einen rein. Das ist dann nicht so geil. Wie ihr wahrscheinlich schon denken könnt. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Außer ich hab grad nicht hingeguckt. Also vorhin, nicht jetzt. Jetzt bin ich noch da. Okay. Aua. Habe ich jetzt alle großen Typen erledigt eigentlich? Hauptsache, wir haben alle großen Typen erledigt. So. Besten jetzt nicht sterben. Wollen wir Schritt 1 doch mal befolgen. Gar nicht. Jetzt halten wir dich aber mal aus dem Zeug raus, okay? Ja, wir halten dich schon raus. Ist kein Problem. Ist kein Problem, Dexter. Und Energiezelle Nummer 1 auf der Nebelinsel. Wunderbar. Der Hauptevent des Abends, Ladies und Gentlemen. So. Und Non-Binary Genders. Geh zurück zum dunklen Eco-Becken. Klingt eigentlich wie eine Mutprobe. Wir haben mittlerweile auch für drei Viertel des Spiels geschafft. Nö. Sieht nur kaputt aus. Ja. Oh, eine Spähfliege. Ich frage mich aber, ob wir hier irgendwie noch weiter nach oben kommen können. Warum ist hier irgendwas, aber. Sieht nicht danach aus. Nö, okay. Wie kommt man denn hier raus? Dort ist ein Kanonentyp. Aber der schießt nur auf die Mitte. Wahrscheinlich können wir den von der Kanone knocken und dann hier die Sachen aufplatzen lassen. Ja, so ein bisschen viele. Finde ich jetzt nicht so cool. Vor allem nicht mit meiner einen Gesundheit. Nö, ich bin nicht da. Tschüssi. Tatsache. Okay. So, wo sind wir denn jetzt? Auf der anderen Seite irgendwo war. Wo? Zack. Beziehungsweise, was können wir hier machen? Wofür wir coole Sachen kriegen. Ach, komm schon, Spiel. Ich war direkt hinter dir, Jack. Ehrlich, glaub mir. Eigentlich ist er immer so neben uns. Und hinter uns. Also gelogen wird er nicht. So.
Der Schlamm verlangsamt uns aber richtig. Ich will aber da. Ich will aber da noch. Das muss jetzt sein. Mein singularer Stolz, der lässt nicht zu, dass ich mich von irgendwelchen hier Typis besiegen lasse. Ah, jetzt sind wir hier. Seht ihr diese Baumstämme, Leute? Das wird noch lustig heute. Oder wann auch immer wir das machen. Oh ja. Ich muss ja wirklich langsam überlegen, was jetzt nach Jack kommt. Ich weiß nicht, noch nicht. Ich bin momentan eher am Panik schieben. Für wegen Uni. Und so. Was ja eigentlich verständlich ist. So. Vor allem jetzt werden nicht so wirklich die Games released, wie ich auch Let's Playen wollen würde. Aua. Aber ich wurde nicht getroffen. So. Aber so eine rechte Hake von Jack, das muss schon wehtun. Okay, dann machen wir so ein Brutzelding. Was sind wir jetzt überhaupt? Boah, was ich nicht für eine Karte tun würde, ne? Richtig. Übel wenigstens der Minimap oder soweit. Aha, jetzt sind wir hier am Anfang. Na gut. Aber die können wenigstens nicht zu uns herkommen. Spähfliege Nummer 3. Ich frage mich, ob ich mit dem Teil hier hinkommen könnte. Also mit dem einen blauen Eco-Teil. Reicht das so lange? Oh, von da oben, nee, vergiss es. Aua, vielleicht schalten wir irgendetwas frei. Damit wir das dann aktivieren können. Das wäre doch super. Oh ja, das wäre super, super. Das wäre so super. Superer geht nicht. Und ja, das war Absicht, dieses Superer. Sowas würde ich nie im Leben sagen, bitte. Super. Klingt wie ein... Wie Nachname eigentlich. Es geht ja Federer und... ja, ne? Oh, ne? Aua. Okay, machen wir das. Machen wir das mal. Ich glaube, das ist sogar anstrengend. Und wir kriegen eine volle Gesundheit hinterhergeschoben, also ist es nicht so schlimm. Ich glaube, die springenden Teile waren die... Ja, die schlimmen. Erratet mal, warum. So, spielen wir hier. Boink. Aber ich mag die Bouncy-Animation von den Teilen. So. So. Bitte in Ruhe lassen. Dankeschön. So, 194 mittlerweile. Sehr gut. Ah, hier landen wir, glaube ich, sogar bei der Kanone. Das ist richtig bombig. Man könnte sagen, das ist fast so bombig wie die Bombina Variegata, die Gelbbauchunke. Ja, ja, Charu muss Namen von Tieren lernen, die es in der Schweiz gibt. Und Bombina Variegata ist einfach der geilste lateinische Name ever. Ich meine, ja, da wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht zuerst an den Frosch denken. Aber, ne? Erinnert mich ein bisschen an den Frosch. Das Bombina. Irgendwie. Bombig. Ja. Ich mach mal. Und wir haben ein weiteres Energiezellchen an uns gewissen. Sehr gut. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ihr zwei habt's tatsächlich geschafft. Jetzt können die Lurker die Precursor-Echo-Station nicht öffnen und damit die Welt auch nicht mit dunklem Echo überfluten und noch nie dagewesene Zerstörung anrichten. Hör endlich auf, so blöde zu grinsen, Dexter! Ihr zwei habt noch viel zu tun! Also los! Läuft! Welches Ding jetzt? Sehr gut! Jetzt können wir uns auch die... Ach, stimmt. Muss einfach lang genug halten. Ja, doch, hat noch funktioniert. Ja, und doch, läuft.
Darf es aber nicht zu hoch verschießen. Sonst fliegt es über den Zaun. Und das wollen wir nicht. So, okay. Gut. Was fehlt denn noch? Klettere auf das Lagerschiff, stopp die Kanone, geh zurück zum Becken und Spee fliegen. Gut, 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 gut. Wir sind gut auf Kurs. Würde ich mal sagen, werden wir uns jetzt zurück da hinunter begeben. Kein Fallschaden diesmal. Diese Teile einsammeln. Und dann, wenn wir zu diesem Motorradteil gedöns gehen. Und noch mehr Energiezellen holen. Auch wenn es hier nicht mehr so viele zu holen gibt. Ich hätte schwören können, dass ich das Ding noch irgendwann mal aufmacht, aber gut. War wohl nicht der Fall. Hab ich. Blur. Eingebildet. Ich müde nicht doch. Ich bin doch nicht. Du Arsch. Ich bin doch nicht müde, bitte. Was wollt ihr denn da sagen? Ich bin müde. So. Mach ich euch halt platt. Ihr hättet leben können, aber nein. Nein, ihr musstet mich einfach angreifen. Das gibt's doch nicht. Für diesmal wird mein singulärer Stolz nicht darüber gebeten, dass ich hier nochmal in irgendwas reinrenne. Auch ich kann mal einfach meine Base chillen. Ich weiß, es klingt unglaublich, aber das geht. Es fällt mir zwar unglaublich schwer, aber ich kann es tun. Ach komm schon. Und heute in Let's Play Jack and Dexter. Wir fallen tausendmal runter. So. Zack. Oh, rotes Eco ist eigentlich schon richtig krass. Wahrscheinlich kann man sich hier genug rotes Eco ansammeln, damit man halt da die Teile umknocken kann. So. Ich glaube, die Typen klingen quasi wie klappernde irgendwas. Klappernde irgendwas. Was zum... Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich hast du mich getroffen. Mhm. Weil so nah, wie ich da dran war. Ja, gut. Gut. I can let it slide. War das hier unten? Nee, das war weiter oben. Mann, ich habe jetzt echt null Bock, mich mit euch zu prügeln. Also lasst mich bitte. Dankeschön. Seht ihr? Gut. Doch. Okay. Oh Mann, das Semester dauert echt nur noch. Also, ich habe nur noch 2,5 Wochen an vor. Nein, eigentlich. Heute ist doch Donnerstag, oder? Holy shit, ich habe eigentlich morgen und dann noch 2 Wochen Vorlesung und dann. Direkt eine Woche nach der Vorlesung starten die Prüfungen. Lass uns diese Ballonlörker umflügen und Kleinholz aus ihnen machen. Genau, wir müssen den Lörker treffen, aber nicht die, naja, stacheligen Kugeln. Dafür kriegen wir dann auch auch noch eine Energiezelle, glaube ich. Da müssen wir hinfliegen. Hab dich. Ja. Ne? Läuft. So. Ich frage mich aber, wo die meisten anderen Spähfliegen sind. Okay. Aber die werden wir schon finden. Die werden wir schon finden, Leute. Keine Angst. So. Wie treffe ich die denn? Ah, ich glaube, die fliegen einfach für einen relativ kurzen Moment hier in der Nähe rum. Dann kann man sie treffen. So. Durchfahren.
und ein bisschen vorbeifahren. Sehr gut. Und zack. Aber Leute, ich will mal sagen... das war's für heute. Wir werden in der nächsten Episode an dieser Stelle weitermachen und vielleicht beenden wir sogar die Nebelinsel. Also, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.